Hallo Kackbratzen. "1948" schrieb George Orwell sein dystopisches Meisterwerk 1984 über eine Gesellschaft, deren Bürger ständig von der Gedankenpolizei überwacht wurden. Jahrzehnte später haben Forscher bewiesen, dass unsere Abhängigkeit von Kredit- und Kundenkarten, Mobiltelefonen und Computern die Überwachung unseres täglichen Lebens bis ins kleinste Detail ermöglichen könnte. Die Dystopie wurde also schon in gewissermaßen Wirklichkeit. Unsere Welt ist zunehmend von der Computertechnologie abhängig. Aber was ist, wenn diese Abhängigkeit missbraucht wird? Dies ist die Prämisse, die dem Spiel Beneath the Steel Sky zugrunde liegt. Dieses Spiel soll uns eine Warnung vor dessen sein, was mit einer Gesellschaft passiert, die übermäßig auf Technologie angewiesen ist. Beneath the Steel Sky ist aber in erster Linie die Geschichte von Robert Foster und seines Roboterkumpels Joey. Sensors detect incoming audio source. The evil is nearly here. Sounded more like a copter than a boom. Robert lebt in einem postapokalyptischen Australien, in dem Städte zu isolierten Stadtstaaten geworden sind, in dem das karge und gefährliche Ödland zwischen ihnen zusammenfassend als The Gap bezeichnet wird. In The Gap hat Robert bisher die meiste Zeit seines Lebens verbracht, da er als Kind der einzige Überlebende eines Hubschrauberabsturzes außerhalb der Stadtmauern war. Robert wurde von einigen freundlichen Ödlandbewohnern aufgenommen und um nicht ganz alleine zu sein, baute er seinen Roboter Joey aus Ersatzteilen zusammen, die er im Müll fand, und führte bis jetzt ein Leben in Frieden. Doch im Intro beschreibt Roberts Pflegevater seine Vision des Bösen unter der nahegelegenen Stadt, von der er glaubt, dass sie früher oder später Robert heimsuchen wird. I fear the evil wants you. That was when Joey piped up. Und diese Vorahnung wurde blitzschnell Realität, denn aus heiterem Himmel landen Hubschrauber, aus denen Militäreinheiten stürmen, die jede einzelne Seele des Dorfes töten. Alle, bis auf unseren Robert. Er wird aus unerfindlichen Gründen entführt und nach Union City geflogen. Doch die Reise soll kein gutes Ende haben, denn es ist das zweite Mal in seinem Leben, dass Robert einen Hubschrauberabsturz erleben wird. Robert entkommt mit Joeys Platine und findet sich in einer seltsamen und oft feindseligen Stadt wieder. Nun steht das eher ungleiche Paar vor der gewaltigen Aufgabe, zurück nach Gap zu fliehen und herauszufinden, warum Robert überhaupt entführt wurde. Das Grafik-Adventure Beneath the Steel Sky wurde wie gesagt von Revolution Software entwickelt und von Virgin Interactive im Jahr 1994 für den Amiga, Amiga CD32 und DOS veröffentlicht. Nach dem Erfolg ihres ersten Spiels Lure of the Temptress beschloss Charles Cecil, der Mitbegründer von Revolution, ein altes Projekt wiederzubeleben, das er mit dem berühmten Comiczeichner Dave Gibbons plante, als er noch bei Activision war. Gibbons, der unter anderem den Comic Watchmen schuf, kümmerte sich um den kreativen Part des Spiels, während der Rest des Entwicklerteams mit der von Charles Cecil selbst entwickelten Spielengine namens Virtual Theater arbeitete. Diese Spielengine, die erstmalig in Lure of the Temptress zum Einsatz kam, soll dem Spiel mehr Lebendigkeit verleihen. So sollte die Engine das Eigenleben der im Spiel enthaltenen Charaktere simulieren und es ihnen ermöglichen, sich unabhängig durch die Spielwelt zu bewegen. Im Fall des ersten Spiels handelte es sich um eine innovative Idee, die durch schlechte Umsetzung unpraktisch wurde. In Beneath the Steel Sky wurde das Virtual Theater jedoch sorgfältig verfeinert, um den Spielern weniger Kopfschmerzen zu bereiten. Man muss also nicht mehr einen bestimmten Charakter über zig Bildschirme verfolgen oder suchen. In Beneath the Steel Sky wird man alle Charaktere dort finden, wo man sie vermutet oder eine Interaktion notwendig ist, und nicht mehr ziellos in der Stadt herumwandern. Allerdings wird es in Beneath the Steel Sky ohnehin nicht allzu schwer sein, einen bestimmten Charakter zu finden, da die Spielwelt selbst nicht gerade besonders groß ist. What is this place? It's not worth explaining, you're too thick. Leider gehört die Inkonsistenz in der Spielatmosphäre zu meinen wenigen Kritikpunkten. Beneath the Steel Sky scheint müßig zwischen albernem Humor und tödlicher Gefahr hin und her zu pendeln. Dem Spiel liegt eine heftige bipolare Störung zugrunde, wo schlechte Witze und Blut nur Bruchteile von Sekunden entfernt sind. This is embarrassing, Foster. You're not gonna watch, are you? I always suspected you of being a voyeur. Diese Doppelpersönlichkeit sorgt für ein etwas uneinheitliches Erlebnis, bei dem man zu keinem Zeitpunkt sicher sein konnte, ob man die Handlung nun ernst nehmen sollte oder nicht. Der Grundton jedoch ist düster, was dazu führte, dass als ich das erste Mal das Spiel startete, ich mich keine Sekunde lang sicher fühlte, was aber nur ein Beweis ist, wie unheimlich dicht die Atmosphäre des Spiels war und auch heute noch ist. We can't let him escape. What the hell is going on? Doch mit fortschreitender Geschichte wird der Ton immer ernster, aber immerhin nicht ganz so deprimierend wie in The Dick. Die Kultpopularität von Beneath the Steel Sky rührt eben von der ursprünglichen Handlung her, dessen Welt von den traditionellen Klassikern meilenweit entfernt ist. Stattdessen wird der Spieler mit einer Mischung aus düsterem Orwellschen Albtraum, Aldous Huxley, eine schöne neue Welt und Cyberpunk mit einem Hauch von Fritz Langs Metropolis konfrontiert.
Die Stadt wird von Link dominiert. I just wonder what Ganon's up to. Einem Computergroßrechner, der jeden Aspekt des Lebens der Menschen kontrolliert. Wie Big Brother ist Link immer wachsam und mit unvorstellbarer Macht ausgestattet. Rebellen werden mit dem Tod oder der Herabstufung auf den D-Link-Status bestraft, wodurch ihnen alle bürgerlichen Freiheiten entzogen werden. You can get information from the Link Terminal. Just who are you anyway? I'm here to inspect the building. Während Robert tiefer in diese düstere Welt der technologischen Machtübernahme und Verschwörung vordringt, wird die Geschichte immer fesselnder, unterbrochen von unerwarteten Wendungen in der Handlung und makabren Entdeckungen. Revolution Software gelingt es, ein empfindliches Gleichgewicht zwischen diesem dunklen Thema und dem Humor zu wahren, für den es berühmt ist. You want a new shell, Joey? Do you mean that welder? That's right. Do you like it? I'll say. It's the Mutt's Nuts. Roberts Roboterfreund Joey ist besonders geschickt darin, den Ton aufzulockern, indem er Robert stets einen Schwall trockener und sarkastischer Bemerkungen an den Kopf wirft. Auch die anderen Bewohner der Welt werden mit charakteristischem Flair und gelegentlichen komischen Anklängen ausgestattet. Allen voran der heuchlerische Industrielle Gilbert Lamb, dessen Mantel aus den letzten 10 Bibern der Welt geschneidert wurde, und ebenfalls großartig ist die Rebellin Anita, deren Ziel es ist, das komplette System zu Fall zu bringen. I'm an inspector. I can go anywhere. You still need authorization from Lamb. And if you were a bona fide inspector, you'd use the official title. Die Dialoge sind witzig und temporeich und werden durch eine gute Synchronarbeit zum Leben erweckt. Im Vergleich dazu ist der Soundtrack, abgesehen von dem mitreißenden charakteristischen Thema, weitaus weniger inspirierend und besteht aus fröhlichen sich wiederholenden Themen, die im Kontrast zum dunklen Ton des Spiels stehen. Sobald man also die Lautstärke angepasst hat, wird einem Beneath the Steel Sky in seine immersive Story hineinziehen, aus der es kein Entkommen gibt. Was das Spiel aber ebenfalls so hervorragend macht, ist die komplett einfache Bedienung. Im Gegensatz zu den Spielen aus dem Hause von LucasArts wird man keine Verben finden, mit denen man sich seine Interaktionen zusammenflicken wird. Ein einfacher Klick auf die linke Maustaste reicht aus, um ein Objekt zu untersuchen, während der Klick auf die rechte Maustaste die Interaktion mit dem Objekt ermöglicht. Das Spiel kümmert sich dabei ganz automatisch darum, welche Interaktion ausgeführt wird, was für ein komplett flüssiges Gameplay ganz ohne Kopfzerbrechen sorgt. Der Zugriff auf das Inventar erfolgt über ein Menü im oberen Bildschirmrand. Da es kein Verbfeld im Scum-Stil gibt, bietet der gesamte Bildschirm einen schönen Überblick auf die wunderbar detaillierten Grafiken des Spiels. Bei dem Fluchtversuch raus aus Union City bahnt man sich seinen Weg durch mehrere Ebenen des städtischen Hochhauskomplexes, von denen jede eine eigene visuelle Note hat. Der trostlose Industrialismus der Fabrikebene zeichnet sich durch stumpfe und gedämpfte Farben aus, während die Erdgeschossebene als farbenfrohes und luxuriöses Paradies präsentiert wird. Welcome to Burke's Biosurgery. How may I help you? Die Grafik ist einigermaßen gut in die Jahre gekommen und die detaillierte Gestaltung des Spiels sieht auch heute noch ziemlich beeindruckend aus. Beneath the Steel Sky ist ein komplett lineares Spiel mit vielen logischen Rätseln, auch wenn deren Lösungen nicht immer gleich so offensichtlich sind. Der Fortschritt erfordert die klassische Verwendung von Objekten im Inventar, sowie die Interaktion mit anderen Charakteren und die Hilfe des Roboters Joey, dessen Erscheinungsbild sich im Laufe des Spiels auch verändern wird, da seine Platine in verschiedene Geräte gesteckt werden kann. Dadurch erhält der kleine Freund eine Reihe verschiedener neuer Fähigkeiten, die einem beim Lösen einiger Rätsel nützlich sein können. How do you like your new body? It's wonderful, sir. There's just one thing. What's that? When will I be getting the accessories? Abgefahren wird es, wenn man die virtuelle Link-Welt betreten wird, in der Dokumente, Erinnerungen und Daten sehr abstrakt dargestellt werden. Theoretisch ist das eine interessante Idee. In der Praxis wirkt es jedoch etwas seltsam. Man schlüpft in der virtuellen Welt in die Rolle einer amorphen lilafarbenen und komplett nackten Person, mit der man dann durch eine grelle und atemberaubend blaue Welt schlendert. Dieser Grad der Abstraktion machte es manchmal schwierig zu verstehen, was man eigentlich in der Welt tun soll. Wichtige Dokumente können zum Beispiel durch das Aufheben eines Balls oder eines Buches eingesammelt und nierenförmige Icons mit der Aufschrift Passwort müssen in Bodenfliesen gesteckt werden. Eine wirklich sehr abstrakte Art, Rätsel zu lösen. Und kombiniert man diesen Grad der Abstraktion mit der unglaublich nervtötenden und unaufhörlichen Hintergrundmusik, nimmt dieses Erlebnis beinahe schon eine albtraumhafte Qualität an. Insgesamt ist das Spielerlebnis aber nicht wirklich schwer. Die Benutzeroberfläche ist einfach zu erlernen und das Besondere an Beneath a Steel Sky ist, dass es ein Spiel ist, in dem die Story über den Rätseln steht. Im Laufe des Spiels gibt es viele Hindernisse und Herausforderungen, aber die geringe Anzahl an Hotspots an jedem Ort macht die Lösung im Vergleich zu anderen Abenteuern recht einfach. Das bedeutet aber nicht, dass man nicht ab und zu doch irgendwo stecken bleibt. Aber Beneath a Steel Sky ist ein zugängliches Spiel, das man auch gemütlich ohne Komplettlösung durchspielen kann.
Manchmal stößt man auf ein Hindernis, das erst später im Spiel gelöst werden kann. Oftmals besteht die Lösung aber einfach darin, durch die Stadt zu laufen und Gespräche zu führen, auch wenn man dachte, schon mit allen Personen gesprochen zu haben. Was meist daran liegt, dass sich im Laufe der Zeit zusätzliche Gesprächsoptionen ergeben und somit neue Informationen preisgegeben werden. Der einzige Nachteil daran ist, dass Robert ziemlich langsam durch die Stadt stiefelt, was das Schlendern durch die Stadt relativ mühsam macht. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem noch langsameren Tempo des Roboters, auf den wir manchmal eine gefühlte Ewigkeit warten müssen. Wie das in einer despotischen Gesellschaft so ist, wird das Leben immer gefährlicher, je mehr man dem System auf die Schliche kommt. In Beneath a Steel Sky gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, in denen man ums Leben kommen wird. Jedoch erhält man in der Regel stets eine Warnung und jedes Problem, das einen Tod zur Folge hat, kann auch durch das Lösen eines Rätsels aus der Welt geschafft werden. Allerdings muss man sagen, dass es einige Todesumstände gibt, die einem aus heiterem Himmel treffen. Neugier ist also nicht unbedingt immer euer bester Freund. Abgesehen von wirklich kleinen und banalen Fehlern, darf man sich wirklich auf ein traumhaftes Grafik-Adventure freuen, das zudem eine angemessene Spieldauer aufweist. Und vor allem die Story macht klar, warum es sich bei Beneath a Steel Sky um einen Kultklassiker handelt, den man sich absolut nicht entgehen lassen darf. Das Spiel ist eine Art Kulturerbe und so veröffentlichte man es auch im Jahr 2003 als Freeware. Das bedeutet, dass man sich die Urversion von Beneath a Steel Sky ganz legal aus dem Internet saugen darf, wobei man wohl besser dran ist, wenn man sich auf Seiten wie GOG oder ScumVM bedient. Dies hat auch den Vorteil, dass man auch in den Genuss des verbesserten Soundtracks von James Woodcock kommt, was das Spielen um einiges ohrenfreundlicher und noch schöner macht. Wer meint, dass das Original aus dem Jahr 1994 nicht gut genug ist, kann sich auch das 2009 veröffentlichte Remaster holen, das mit einer leicht verbesserten Grafik und Gameplay daherkommt. Alles in allem ist Beneath a Steel Sky ein fesselnder Abenteuerklassiker, der eine intelligente, zum Nachdenken anregende Handlung mit unbeschwertem Humor verbindet, um ein rundum unterhaltsames Spielerlebnis zu schaffen. Wenn man also auf der Suche nach einer fesselnden Geschichte, solidem Gameplay und etwas nostalgischem Charme ist, dann kommt man um Beneath a Steel Sky nicht herum. Und wer dann noch nicht genug hat, darf sich auch den fast guten Nachfolger Beyond a Steel Sky mal näher ansehen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann kommt eben nichts an das Original heran. Hello, son. What do you want? I've come to say goodbye. You still plan to go back to the Gap? Yeah, I've had it with city life. I'm certainly gonna miss you both. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.